Na, Pusteline, wie geht's dir denn heute? Alles okay? Ja, alles okay. Aber darf ich dir mal eine Frage stellen? Also, Pusteline, na klar darfst du das. Pusteline ohne eine Frage, das habe ich noch nie erlebt. Da wärst du ja krank, wenn du keine Frage hättest, oder? Das stimmt. Da wäre ich krank. Aber ich bin gesund. Und deshalb habe ich eine Frage mit. Na, dann stell mir meine Frage, Pusteline. Bin ich ja gespannt. Benjamin, was ist denn ein Kinderheim? Ein Kinderheim? Wie kommst du denn auf so eine Frage? Na, mein Freund, der Peter, der hat mir erzählt, dass er in einem Kinderheim wohnt. Und ich habe mich nicht getraut zu fragen, was das ist. Ach so, und jetzt machst du dir Gedanken drüber. Ja, genau. Und ich will das gerne wissen. Irgendwie mache ich mir schon Gedanken. Also, Pusteline, sich Gedanken machen, das ist gut. Und es ist auch gut, neugierig zu sein und sich für alles zu interessieren. Und noch besser ist es, dass du dich für deinen Freund, den Peter, interessierst. Das ist auch gut. Ja, aber du hast mir meine Frage noch nicht beantwortet, Benjamin. Das stimmt, na. Willst du mal ein Kinderheim sehen? Interessiert dich das? Hä? Geht das denn? Na, Pusteline, du hast Glück. Meine Frau, die Franzi, die arbeitet in einem Kinderheim, aber das Wort Kinderheim, das findet sie doof. Sie sagt immer Kinder- und Jugendzentrum. Und wenn du willst, können wir zusammen hinfahren. Ich fahr dich hin. Und dann guckst du dir das mal an und dann kannst du alle Fragen stellen, die du willst, okay? Oh ja, das machen wir. Na los. Ja, Pusteline, jetzt sind wir da. Da drüben ist auch schon das Kinder- und Jugendzentrum. Und wenn du willst, kannst du da mal reingehen. Oh ja, das will ich. Das will ich gleich machen. Tschüss. Na, warte mal, nicht so schnell. Pusteline, willst du da ganz allein reingehen? Na, ich bin doch kein Baby mehr. Du kannst im Auto warten und ich gehe alleine, okay? Okay, du weißt ja, wo ich bin, aber sag bitte meiner Frau einen schönen Gruß, sonst zickt die vielleicht mit mir rum. Alles klar? Danke. Mach ich. Tschüss. Tschüss, Pusteline. Hier steht's. Hier ist es wahrscheinlich. Kinder- und Jugendzentrum Haus Boberschau. Benni hatte recht. Ich bin richtig hier. Kommt mit, wir klopfen mal am Fenster. Hallo, Franzi, hallo. Ui, ich krieg Besuch. Was macht denn die neugierige Pusteline bei mir hier im Hintergrund? Mensch, da muss ich mal gucken, da gehe ich zur Tür. Jetzt hat sie mich gehört. Jetzt kommt sie gleich. Hallo, Franzi. Pusteline, was machst denn du hier? Na,
Ich wollte dich mal besuchen. Das finde ich ja klasse von dir. Der Benny hat mich hergefahren. Okay. Und er bleibt aber im Auto sitzen, dass ihr nicht so viel quatscht. In Ordnung. Ich habe nämlich heute hier ganz viele Fragen an dich. Was hast du denn für Fragen? Na, hier draußen steht dran, Kinder- und Jugendzentrum. Ja. Und der Benny hat gesagt, hier wohnen Kinder bei dir. Das ist richtig. Da wollte ich mal wissen, wo die wohnen und wie das alles aussieht hier. Das ist in Ordnung. Dann kommst du rein. Ich habe ein bisschen Zeit. Wollen wir ein paar Minuten zusammen quatschen? Na klar. In Ordnung. Dann komm mit. Na komm. Aber wir gehen ganz, ganz hoch. Ich weiß nicht, wie du bist. Ich bin super fit. Du bist super fit. Oh, nicht so schnell. Also, ganz so fit bin ich doch nicht. Okay, wann hast du das letzte Mal Sport gemacht, Mussolina? Na, voriges Jahr. Voriges Jahr. Oder Wintersport zählt auch, richtig? Das zählt. Na, ein Dreck. Mussolina, jetzt hast du es geschafft. Jetzt sind wir oben. Jetzt nehmen wir einen Moment Zeit. Das war ja bis fast auf den Boden hoch. Was? Komm rein. Unsere Ruhe. Du hast aber einen schönen Boden. Der ist hübsch geworden, ne? Oh. Der Boden hat ganz viel Spielzeug und einen großen Sandkasten und ein Puppenhaus. Und Bücher auch. Und Bücher. Liest du gerne? Oder kannst du überhaupt schon lesen, Pusteline? Ein bisschen kann ich schon lesen. Okay, also du guckst lieber die Bilder an? Na klar. Im Kindergarten gucke ich gerne Bilder an. Oder manchmal bekomme ich auch vorgelesen, aber ich übe schon Buchstaben. Unsere Kinder hier mögen auch ganz viele Bücher. Die lesen schon selber oder schauen auch ihre Bücher an. Willst du dich setzen? Oder die spielen mit dem Puppenhaus. Das kommt auch vor. Schön. Ja, aber jetzt wollen wir ja was reden, oder? Hast du Lust? Magst du dich hinsetzen? Pusteline? Ja. Oder willst du noch ein bisschen neugierig rumgucken? Nein. Guck mal, da sitzt schon jemand. Ja, aber die zwei, die stören uns nicht. Okay. Lassen wir da sitzen. Na dann, setzen wir uns mal hin. Wir setzen uns hin. Ich freue mich ganz sehr, dass du mich besuchen kommst. Der Benny hat schon ganz viel von dir erzählt und ich finde es ganz klasse, dass du mal da bist. Also ich freue mich auch. Und es ist auch schön, dich mal kennenzulernen. Das kann ich mir vorstellen. Hat er ein bisschen was erzählt? Na, nicht so viel. Aber sag mal, jetzt wollte ich doch mal wissen, warum heißt das denn hier Kinder- und Jugendzentrum? Hier wohnen bei mir viele Kinder und Jugendliche. Und Kinderheim, das klingt immer ein bisschen doof, deshalb hat man einen anderen Titel gewählt. Aha. Mhm. Und wie viele Kinder wohnen denn hier? Und was für Kinder wohnen denn hier? Solche Kinder wie ich, haben die auch rote Haare und Zöpfe? Oder sehen die anders aus? Oder was wohnen denn hier für Kinder? Das sind aber viele, viele Fragen. Lass mich mal überlegen, wo ich anfange. Also, liebe Pusteline, wir haben 24 Plätze für Kinder und Jugendliche hier bei uns in Boberschau. Und da leben aktuell 23 Kinder und Jugendliche bei uns. Die jüngste ist 3 Jahre. Die hat auch solche Zöpfe wie du. Und die älteste ist schon 18. So Was? Einen großen Altersunterschied haben wir hier. Ja? Also 3 Jahre? Mhm. Mit 3 Jahren, da geht man doch noch in den Kindergarten. Das ist richtig. Und mit 18 Jahren, da geht man doch nicht mehr in den Kindergarten, oder? Das stimmt, Pusteline, das weißt du schon. Also unsere Kinder, die sind, wenn Corona nicht ist, früh im Kindergarten oder in der Grundschule oder in den weiterführenden Schulen. Und unsere Große ist sogar in der Berufsschule. Die lernt schon einen Beruf. Ah, die lernt einen Beruf. Na, da ist die ja schon alt. Warum ist die denn dann immer noch bei euch? Die fühlt sich ja wohl und die braucht einfach noch ein bisschen Unterstützung. Und da kann sie noch eine Weile hier bei uns sein und irgendwann zieht die aus in eine eigene Wohnung. Aha, und die anderen Kinder, können die auch so lange bei euch sein, wie die das wollen? Das kommt ganz drauf an, das ist ganz unterschiedlich. Manche Kinder sind ein halbes Jahr bei uns, manche Kinder sind vielleicht 5 Jahre bei uns. Manche sind wirklich so lange da, bis sie groß sind, bis sie 18 Jahre sind. So, aber jetzt will ich doch mal wissen,
Warum leben denn die Kinder hier bei dir? Und wo kommen die her? Und wie ist das alles so geworden? Oh, liebe Pusteline, das lässt sich manchmal gar nicht so leicht beantworten. Wir haben hier ganz, ganz tolle Kinder und Jugendliche. Die leben bei uns, weil es zu Hause nicht mehr ganz funktioniert. Aus unterschiedlichen Gründen, weißt du? Und die sind bei uns eine ganze Weile, um gesund groß zu werden. Gesund? Ihr seid wohl wie ein Krankenhaus. Nein. Die haben wohl alle Schnupfen. Die haben keinen Schnupfen, ab und zu schon, aber das habe ich so nicht gemeint. Sondern die Eltern, die sind aktuell nicht in der Lage, sich gut um ihre Kinder zu kümmern. Weißt du, die haben manchmal ganz große Sorgen und Probleme und die sehen ihre Kinder dann nicht. Und die sehen dann nicht, was die Kinder brauchen. Die können die nicht sehen. Hilft da eine Brille? Oder wie meinst du das denn? Zum Beispiel ist es ja so, wenn Schnee liegt, dann muss man ordentliche Sachen anhaben. Vielleicht eine Mütze und einen großen Anorak und ordentliche Wintersachen. Und das fällt dann manchen Eltern zum Beispiel schwer. Oder auch in der Schule zu unterstützen und bei den Hausaufgaben. Ach, du meinst, die Eltern machen sich selber so viele Sorgen, dass die sich gar nicht auf die Hausaufgaben konzentrieren können und dann auch nicht gut daran denken, einen schönen Anorak rauszusuchen oder so? Ja, so grob kann man das sagen. Die haben wirklich eigene Probleme und Sorgen und schaffen das in dem Moment nicht. Die haben ihre Kinder ganz sehr lieb, aber die sehen sie wirklich nicht in dem Moment. Kinder brauchen ja eine Menge, das kennst du ja von dir, Pusteline. Die brauchen ein ordentliches Bett, ein gutes Kinderzimmer. Genau. Die brauchen gesundes Essen, die brauchen Bewegung, die brauchen Unterstützung in der Schule oder beim Sprechen lernen oder beim Schreiben. Oh, das ist aber ganz schön viel, was Eltern machen müssen. Richtig, richtig. Und wenn die Eltern selber belastet sind, also Probleme haben, wie zum Beispiel, sie haben aktuell vielleicht keine Arbeit gefunden, sie haben eine Wohnung, die viel zu eng ist für viele Kinder, sie haben vielleicht selber eine schlechte Kindheit gehabt, dann ist es möglich, dass die Eltern nicht in der Lage sind, sich um die Kinder und die Großen zu kümmern. Wir haben aber auch noch einen anderen Fall, Pusteline. Manchmal ist es so, die Pubertät, die ist ja schon schwierig, weißt du? Hä? Was ist denn eine Pubertät? Oh, das ist ein Thema für sich. Und dann kann es manchmal ganz schön knallen zu Hause. Und dann sagen die Jugendlichen von sich aus, du, ich will jetzt hier nicht mehr zu Hause sein, die sind alle doof, ich gehe jetzt ins Heim. Und was hat das denn mit Pubertät zu tun? Was ist denn das mit der Pubertät? Pusteline, da machen wir ein extra Thema draus. Das erkläre ich dir jetzt nicht. Oh, nur ganz kurz, was das ist. Ganz kurz, ganz kurz. Hab ich schon Pubertät? Nein, du hast noch keine Pubertät. Bei der Pubertät... Wann fängt denn das an? Na, vielleicht bei manchen Mädchen schon mit 10, bei den Jungs manchmal erst mit 14. Das kann man nicht so richtig sagen. Ach so, die Pubertät kommt erst später? Die kommt später, aber du kommst... Kriegt die etwa jedes Kind? Hundertprozentig. Hattest du auch Pubertät? Hundertprozentig. Und hattest du da auch Ärger zu Hause? Da hatte ich auch Ärger zu Hause, ja. Und hast du hier da auch gewohnt und bist gleich da geblieben? Nein, ich hab's mit meinen Eltern gut hingekriegt. Oder meine Eltern, besser gesagt, mit mir. Die mussten das wahrscheinlich hinkriegen, oder? Das stimmt. Die hatten gar keine Chance. Meine Pubertät war schon heftig, aber Spaß beiseite. Was ich dir noch sagen wollte, liebe Pusteline, man kommt ja nicht sofort ins Kinderheim, ne? Oder ins Kinder- und Jugendzentrum. Zuerst wird ganz, ganz viel versucht bei den Eltern zu Hause. Da kommen Frauen oder Männer hin, die sie unterstützen. Dann gibt es auch Beratungsstellen, wo sich die Eltern hinwenden können. Und wenn das alles nicht mehr funktioniert, kriege ich einen Anruf und dann heißt Frau Hilscher, wie viele Plätze hast du frei? Können wir jetzt mal mit deinem Kind oder einem Jugendlichen vorbeikommen? Ich muss keine Angst haben. Nein, das, du musst gar keine es wird erst, wir duden, können auch in der Familie reden, wenn es mal Ärger gibt. Okay. Ärger ist ein gutes Stichwort. Weißt du überhaupt, die wohnen ja hier nicht alle in einem Kinderzimmer. Das geht ja gar nicht. Unser Haus ist so aufgebaut, dass wir 3 riesige Wohnungen haben. Riesengroß. Und da hat das Kind ein Zimmer. Manchmal für sich alleine und manchmal als Doppelzimmer. Aha. Wenn es dicke Luft ist, Pusteline, da
dann machen die auch mal die Tür zu. Das finde ich gut. Wenn jemand gepupst hat, macht man die Tür zu, wenn dicke Luft ist. Und dann hat man den Gestank nicht in der ganzen Wohnung. Stimmt's? So habe ich das nicht gemeint. Also, dicke Luft bedeutet nicht, dass jemand gepupst hat, sondern dass es auch mal Ärger gibt. Auch hier bei uns gibt's Stress und Ärger. Die streiten sich, die haben keine Lust auf Hausaufgaben. Oder aber sie sind vielleicht auch traurig, weil sie von anderen Kindern gestänkert worden sind. Was? Au! Stänkern? Wer stänkert denn? Oh, da gibt's eine Menge. Das kann schon mal im Kindergarten passieren, dass die Kinder dort was sagen, was unseren Kindern hier vielleicht wehtut, genauso in der Grundschule. Oder auch in den anderen großen Schulen. Das ist egal, Gustaline. Und aber das ist schon sehr traurig. Und da fühlen die sich nicht wohl. Das ist aber nicht schön. Du meinst, die stänkern dann auch so mit, du wohnst ja hier bei der Frau Hilscher, bei der Franzi, hast wohl Probleme. Meinst du sowas? Sowas meine ich, Busterlene, weißt du? Und das ist nicht schön, das darf nicht sein. Das ist gemein. Ja. Du, Franzi? Ja? Ich bin ja neugierig, weißt du? Ja. Hm. Darf ich denn mal eine Wohnung sehen? Wo ihr, da die Kinder, wo die leben? Wir können gucken. Ich kann anrufen, ob eine Erzieherin von mir Zeit hat. Was? Eine Erzieherin? Na klar. Habt ihr denn Erzieher bei euch? Ich habe eine Menge Erzieher bei. Aber die arbeiten doch nur im Kindergarten. Du hast nicht selber nur welche in der Pusteblume. Ich habe doch hier auch welche. Kann ich mal eine sehen? Sehen die so aus wie bei uns im Kindergarten, wie in der Pusteblume? Das weiß ich nicht. Soll ich mal anrufen? Was denkst du? Oh ja, dann ruf mal an. Na los. Hier, Frau Weiß, hast du Zeit für mich? Okay, ich habe hier heute einen Besuch bekommen, das war auch nicht so geplant. Ich würde gerne mal mit dem Besuch zu dir kommen, wenn du kurz ein paar Minuten hast. Alles klar? Noch? Bis gleich, ja? Machen wir es so? Versprochen. Alles klar, kommst du mit? Na klar. Okay. Frau Weiß, wo bist denn du? Frau Weiß. In der Küche? Ja. Okay. Wo bist denn du? Hier ist meine Frau Weiß. Ei, aber Franzi, die ist ja noch ganz jung. Ja, die ist jung. Das ist auch gut so, das ist schön. Liebe Frau Weiß, das ist die Pusteline, die kommt aus der Pusteblume in Frankenberg, wo mein Mann arbeitet und sie ist so neugierig und hat Überfragen einfach an dich. Okay. Oh ja, hallo Frau Weiß. Hallo Pusteline. Du siehst ja noch richtig jung und modern aus. Danke. Das macht bestimmt Spaß, mit dir zu arbeiten. Bist du eine Erzieherin? Ja, ich bin eine Erzieherin. Und warum arbeitest du denn nicht im Kindergarten, sondern hier? Weil im Kindergarten mir es nicht ganz so gut gefallen hat wie hier und mir das ja einfach besser gefällt. Es ist abwechslungsreicher und deswegen habe ich hier angefangen. Bei uns ist auch Abwechslung. Aber sag mal, warum bist du denn in einer Küche? Du kannst wohl kochen. Ich kann kochen, seitdem ich hier angefangen habe mit Arbeiten. Vorher nicht. Ah, du hast das mitgelernt. Genau. Und was machst du denn hier Leckeres? Darf ich denn mal gucken? Ich esse nämlich auch gerne. Natürlich. Gerade habe ich einen Obstsalat gemacht, weil die Kinder gerade Homeschooling haben und deswegen brauchen die ein bisschen Nervennahrung. Oh, Nervennahrung. Und das sieht aber sehr lecker aus. Tust du dann den ganzen Tag nur kochen und bist da wie im Hotel verantwortlich? Nein. Oder was machst du denn noch den ganzen Tag, Frau Weiß? Also, wir machen mit den Kindern zurzeit Kindern und Jugendlichen. Wir haben ja von 5 bis 14 alles dabei. Mit denen lernen wir, machen Hausaufgaben. Die müssen wohl auch hier Hausaufgaben machen bei dir? Ja, die müssen Hausaufgaben machen. Okay. Die bekommen von der Schule Aufgaben und wir müssen uns damit genauso auseinandersetzen wie die Kinder und Jugendlichen. Okay, Hausaufgaben, Kochen. Oh. Und kannst du mir sagen, hier draußen ist ein riesengroßer Tisch. Was macht ihr denn an diesem Tisch? Seid ihr denn so viele Leute? Ja, dann kommt der Stuhl noch mit dazu und noch ein Stuhl dazu. Meistens sind wir 10 Leute. Wir sind 8 Kinder und 2 Erzieher.
und dann zum größten Teil nutzen wir den zum Essen oder wir nutzen ihn auch zum Basteln und Kekse backen. Ach, solche schönen Sachen macht ihr auch. So schöne Sachen machen wir auch. Nicht nur Essen. Nein. Und nicht nur Hausaufgaben. Nein. Du kannst auch basteln. Ja. Mensch, und das macht ja bestimmt Spaß. Habt ihr auch Feiern hier im Haus? Wir haben richtig große Feiern hier im Haus. Wir feiern Fasching, Ostern, Weihnachten. Oh, das machen wir im Kindergarten auch. Macht dir das auch Spaß? Ja, das macht am meisten Spaß. Das fetzt. Und sag mal, wie macht ihr das denn, wenn ein Kind mal Geburtstag hat? Machst du da auch was Leckeres zu essen und feiert ihr da? Ja, wenn ein Kind Geburtstag hat, dann haben wir Dekoration, dann decken wir meistens hier den Tisch, hängen alles schön aus und dann feiern wir mit den anderen Kindern gemeinsam. Oh, das ist prima. Und was macht dir denn noch Spaß in deiner Arbeit hier? Mir macht eigentlich alles Spaß. Am meisten die Arbeit mit den Kindern zusammen, dass wenn wir einfach miteinander quatschen, uns unterhalten, uns austauschen oder was spielen oder rausgehen, was Neues entdecken. Ah. So was macht mir am meisten Spaß. Okay, und sag mal, habt ihr nur Erzieherinnen da? Nein. Seid ihr alles Frauen? Nein. Oder gibt's auch Männer hier bei euch? Wir haben auch Männer mit dabei. Die Busteline ist besonders neugierig, oder? Na klar. Noch mehr sehen, höre ich das richtig? Na, wenn ich darf. Ja, muss man schauen. Ich weiß jetzt nicht. Wen haben wir unten? Herr Stöckel ist heute im Dienst, oder? Heute ist zum Beispiel der Herr Stöckel. Was denkst du, ob der Zeit für uns hat? Bestimmt. Fünf Minuten. Wird er schon haben. Oh, na dann gehen wir nochmal dahin, Franzi. Dankeschön, Frau Weiß. Da werde ich gleich mal anrufen. Ja. Ihr ruft wohl alle immer an, ja. Im Heim. Richtig. Du hast doch, weißt doch, wie die Treppen sind. Wenn wir alles immer erlaufen würden, dann wären wir ganz fit. Das stimmt. Das sind wir auch so. Danke, Frau Weiß. Ja, tschüss. Tschüss, Bustine. Mach's gut. So, Bustine. Aber das ist jetzt wirklich die letzte Wohngruppe. Ja. Na klar, versprochen. Wir machen nicht ganz so lange, aber sehen, wie mehr Zeit für uns hat. Herr Stöckel? Herr Stöckel! Bist du da? Ja, ich bin da. Hast du Zeit für uns? Ja, kurz, habe Zeit. Okay. Du, ich habe Besuch heute. Ich bin ein bisschen überrannt. Das ist nämlich die Pusteline. Oh, hallo, Pusteline. Hallo, Herr Stöckel. Aus Frankenberg. Ja? Pusteline, du wolltest da noch mal einen männlichen Erzieher sehen? Das ist der Herr Stöckel. Oh, das ist also Herr Stöckel. Hallo, Pusteline. Na, du arbeitest wohl auch im Kindergarten? Ach nee, hier im Kinder- und Jugendzentrum, ja, Herr Stöckel. Ich arbeite auch hier, gerade bin ich am Computer. Ich muss gerade für meine Mitarbeiter Dienstplan schreiben, dass die wissen, wann die auf Arbeit gehen müssen. Oh, aber das ist doch langweilig. Ja, es ist manchmal. Bei uns im Kindergarten im Büro, die Brigitte und der Benjamin machen auch nur solche langweiligen Sachen. Und du machst das wohl auch den ganzen Tag? Den ganzen Tag nicht. Ich gehe raus mit den Kindern, spiele mit denen, mache Hausaufgaben mit denen und ganz verschiedene Sachen. Ah, und dann machst du Hausaufgaben. Und ist das viel Arbeit für dich oder machst du das auch gerne? Ja, ich mach's manchmal gerne. Kommt doch an welches Fach. Das darf jetzt nicht Und sag mal, Herr Stöckel, und dann, wenn du die Hausaufgaben gemacht hast und ihr draußen wart, was machst du denn noch den ganzen Tag hier? Oh, vieles Verschiedenes. Die Eltern anrufen der Kinder oder Berichte schreiben. Und dann ganz spät abends gehe ich zu Bett. Zu Hause, na toll. Und die Kinder dann sind ganz alleine. Nee. Das ist aber nicht schön. Ich schlaf doch hier, Pusteline. Soll ich dir mal ein Bett zeigen? Hä? Hier? Warum schläfst du denn hier? Na, die Kinder sind ja sonst alleine, wenn die alleine sind. Oh, du musst ja auf dem Boden schlafen. Nee, ich habe ja ein geheimes Bett. Was ist denn das? Eieiei. Der Herr Stöckel, der kann ein Bett aus dem Schrank zaubern. Mensch. Und das Bettlaken, das sieht auch prima aus. Ja. Und hier schläfst du drauf? Genau. Und ist das gemütlich? Ja, manchmal schon, manchmal nicht. Zu Hause ist es immer gemütlicher, aber... Darf ich mal probieren? Na klar, leg dich hin. Brauchst du eine Decke? Ah, oh, das ist gemütlich. Naja, Herr Stöckel, das geht schon.
da kannst du vielleicht auch mal eine Mittagspause machen, oder? Ja, nee, die Kinder müssen ja immer irgendwie beaufsichtigt werden. Und das machst du dann? Ja, oder unsere Praktikanten oder die anderen Erzieher, die gerade da sind. Super. Sag mal, warst du auch mal Schlitten fahren mit den Kindern, Herr Stöckel? Waren wir oft draußen auf dem Berg. Ich denke, Frau Hilscher würde euch noch zeigen. Kannst du, sag mal, kannst du auch Bobo-Rutscher fahren? Na klar, kann ich das. Ja, da können wir mal um die Wette fahren. Gerne. Danke, dass du dir mal das mal gezeigt hast mit dem Bett. Sowas habe ich ja noch nie gesehen, Herr Stöckel. So, liebe Puste. Schläfst du da auch manchmal drin? Ich schlafe zu Hause. Ach so. Ich schlafe hier nicht. Okay, muss nur der arme Herr Stöckel hier schlafen, wahrscheinlich. Na, und der Herr Stöckel hat gesagt, draußen gibt's auch noch was zu sehen. Okay, zeigst du mir das nochmal? Ich wollte dir zeigen. Wir haben ja am Anfang über diese vielen Treppen gesprochen und dass man Sport macht und fit sein muss. Genau. Die Kinder haben hier ordentliche Möglichkeiten für die Bewegung. Willst du die sehen? Na, ich will mal alles sehen, das weißt du doch. Komm mit. Na komm. Danke, Herr Stöckel. Ja, danke, Herr Stöckel. Tschüss. Tschüss. Ja, liebe Pusteline, wir haben ja darüber geredet, dass die Kinder hier bei uns auch viel Sport machen. Und siehst du diesen tollen Rodelberg? Oh. Der hat uns die letzten Wochen richtig gut geholfen. Der ist super. Hier ist ja eine Bobo-Rutscher-Spur. Super. Richtig. Die sind Schlitten gefahren, Bobo-Rutscher und Schneeschuhe. Und im Frühling und im Sommer, liebe Pusteline, schau mal, haben wir hier einen ganz klasse Spielplatz. Da verbringen wir viel Zeit. Grillen auch mal, machen ein Stockbrotfeuer. Und hier unten, liebe Pusteline, siehst du das? Ist ein ganz großer Sportplatz. Ja, das ist, da kann Fußball, man ja Fußball und spielen. Basketball und Tischtennis. Weiß ich gar nicht, ob du das schon alles kennst. Na, ich kenne vieles. Na klar, im Kindergarten spielen wir auch mal Fußball. Und Tischtennis? Tischtennis noch nicht. Und Basketball? Basketball, das weiß ich nicht, was das ist. Aber das lerne ich bestimmt noch. Ich denke, ne? Liebe Pusteline. Und was unsere Kinder und Jugendlichen ganz gerne machen, ist auch Fahrradfahren. Im Sommer mit den Fahrrädern unterwegs sein, hier ein paar Runden fahren oder im Wald oder auch Inliner. Und Skateboard. Kennst du Skateboard? Skateboard kenne ich. Kennst Skateboard will ich mal wieder fahren. Genau. Okay. Setze dir aber einen Helm auf, dass du nicht auf den Kopf fällst. Das mache ich. So, Franzi. Jetzt muss ich aber wieder zurück nach Frankenberg in den Kindergarten. Das stimmt. Okay? Und alles berichten, wie es bei uns hier im Boberschau läuft. Das werde ich alles erzählen. Ich freue mich, dass du da warst, liebe Pusteline. Sagst du meinem Mann einen schönen Gruß, wenn du ihn siehst? Na klar, der sitzt doch noch im Auto. Zu dem gehe ich jetzt gleich hin. Alles klar. Und der soll heute pünktlich zu Hause sein. Ja, ja. Ja, sag ihm das. Tschüss. Tschüss. Pusteline, tschüss. Bald. Ciao. Ciao. So, Pusteline. Jetzt sind wir wieder da in Frankenberg. Alles okay bei dir? Ja, Benjamin, das war gut, dass wir das heute gemacht haben. Jetzt weiß ich, was der Peter gemeint hat. Und ich bin froh, dass der Peter mein Freund ist. Es ist ein guter Freund. Ja, Pusteline, da bin ich auch froh, dass der Peter dein Freund ist.